Ja, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wenn immer du dir dieses Video anschaust, ich freue mich wieder sehr, dass du dabei bist. Und heute ist es ein Video, was ich mal ebenso zwischendrin mache, um das Thema Weimarer Urteil aufzugreifen. Denn was machen wir mit unseren Kindern? Was macht ihr mit unseren Kindern? Und in diesem Urteil hat ja ein Richter mal die Eier gehabt, auch zu zeigen, was hier abgeht, und hat das mit 190 Seiten Urteilsbegründung auch sehr detailliert und sehr kritikfest begründet, sodass, wenn diese Unrechtsverwaltung, die wir gerade hier haben, dagegen angehen will, sie ein Hauptverfahren einleiten muss, und das dauert mit Sicherheit einige Jahre. Und basierend auf den Gutachten, die dieser Richter hier hat erstellen lassen, wird es dieser Diktatur sehr schwer fallen, wie soll ich sagen, dieses Urteil zu kippen. Also gehen wir doch mal ins Detail, schauen wir uns doch mal an, warum ich der Meinung bin, dass wir hier dieses Urteil sehr gut nutzen können, um den handelnden Personen hier Einhalt zu gebieten. Als erstes sollte dir aber klar sein, dass wir kein Rechtsstaat sind, denn der Internationale Gerichtshof hat schon entschieden, dass Deutschland zum Beispiel keine internationalen Haftbefehle ausstellen darf, weil wir kein Rechtsstaat sind. Und das begründet sich aus dem Paragraphen 146, na, jetzt bin ich allen zu weit, aus dem Paragraphen 146 Gerichtsverfassungsgesetz, denn dort steht: Die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Anweisungen ihres Vorgesetzten nachzukommen. Also Staatsanwälte müssen das tun, was man ihnen sagt. Und jetzt schauen wir noch nach, wer ihnen das sagen darf. Und zwar ist das der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz im Rahmen des Bundes bzw. die Landesjustizverwaltung. Also Staatsanwälte, die eigentlich frei in ihrer Entscheidung, wo sie gegen ermitteln müssen, sollen oder wollen, müssen den Anweisungen ihrer Justizminister folgen. Und damit haben wir halt eben die gesetzgebende und die prüfende Macht miteinander verbunden, und das zeigt, dass wir kein Rechtsstaat sind. Kommen wir auf die handelnden Personen, also in dem Fall hier die Schulleiter, die Leiter der Gesundheitsämter sowie Landrat, Bürgermeister und so weiter. Auch dazu habe ich mich schon intensiv ausgelassen, indem ich erklärt habe, was natürliche Personen sind, und hierzu kannst du auf meinem BitChute-Kanal dir das Video anschauen, die große Täuschung, beziehungsweise wer ist dein Richter? Ja, auch da erkläre ich dir, dass die Richter eben die Handlanger der Verwaltung sind. Und aus dem Grunde muss man sich im Klaren sein, mit wem man da was zu tun hat. Gut, schauen wir mal weiter. Es gibt also dieses Gerichtsurteil, welches ich sehr begrüße, weil es zeigt, dass trotzdem in dieser Verwaltung hier immer noch Menschen sind, die Menschen sind und die unsere Kinder schützen wollen. Und aus dem Grunde ist auch dieses Urteil hier ergangen. Was kannst du jetzt machen? Du kannst natürlich klagen vor irgendwelchen Verwaltungsgerichten und Sozialgerichten. Wen erreichst du damit? Wenn du das Video von mir, also wenn du das verstanden hast, was ich hier in die große Täuschung gesagt und belegt habe. Alle meine Videos belege ich immer mit den dementsprechenden Paragraphen, Kommentaren und so weiter. Dann wirst du verstehen, dass all diese Personen als Sache auftreten. Ja? Also der Schulleiter, der Leiter Gesundheitsamt, der Landrat, der Oberbürgermeister, der Bürgermeister. Das sind alle Sachen. So treten sie zumindest auf. Sie verstecken sich hinter einer Maske, hinter der Fiktion der juristischen Person. Wenn du die jetzt auch in dieser Funktion anschreibst, dann juckt die das ein Scheißdreck. Denn dann haften sie nicht, denn dann haftet ihre juristische Person. Ja? Wenn du das aber anders machst, und das zeige ich dir jetzt in meinem Brief, so, wenn du das machst, so wie natürliche Personen miteinander kommunizieren, dann erreichst du sie über ihre natürliche Person, und dann haften sie zu 100% privat. Und wie das geht, ich habe mal so ein Schreiben hier aufgesetzt, ist relativ einfach. Als erstes mal wende dich ab von dem herkömmlichen Brieflayout, wie du es kennst. Ich erkläre dir unterwegs, wenn wir den Brief jetzt hier besprechen, erkläre ich dir auch warum. Als erstes oben drüber privat, persönlich, nicht für die Öffentlichkeit. Das heißt,
wenn du diese Person als Person anschreibst, also mit Herr, Frau, Name oder Vorname, Name, dann ist das die öffentliche Person, die Fiktion, die juristische Person oder die Funktion. Wenn du ihn aber oder sie privat anschreibst, dann musst du zuerst einmal kenntlich machen, dass du sie privat anschreibst. Deshalb bitte in den Briefkopf rein, privat, persönlich, nicht für die Öffentlichkeit. Damit ist der erste Schritt, diese Person aus der Öffentlichkeit, aus der Fiktion herauszuziehen in den privaten Bereich. Ja, dann kommt eben deine Betreffzeile, Unterlassungsausforderung, Inkenntnissetzung, Weimarer Urteil betrifft. Und hier fangen wir jetzt schon an. Hier habe ich auch einen kleinen Fehler drin, denn das muss auch rot sein. Betrifft Familienname, Vorname. Warum Familienname, Vorname? So wird die natürliche Person geschrieben. So stehst du zum Beispiel im Geburtenregister drin oder so werden Menschen angeschrieben, wenn sie wählen sollen. Auch das habe ich alles mal beschrieben. Kannst dir meine anderen Videos anschauen. So, also Familienname, Komma, Vorname. So wird die natürliche Person dargestellt. Es betrifft ja dein Kind. Also es ist der Familienname des Kindes und der Vorname des Kindes. Sowie die Dokumentennummer, die vergibst du selber. Ja, du gibst jedem deiner Dokumente eine eindeutige Dokumentennummer oder Aktenzeichen, je nachdem, wie du es nennen willst. Also richtig besser ist eben Dokumentennummer. Dann hier Familienname, Komma, Vorname des ersten Elternteils und das gleiche noch für das zweite Elternteil. Welche Reihenfolge du hier wählen magst, obliegt dir, ist ja vollkommen egal. Na, Straße, Postleitzahl, Ort, klar. Dann Familienname, Komma, Vorname der Person, die du anschreiben willst. Ja, denn hier schreibst du die Person als natürliche Person an. Und du kannst das Ganze noch verstärken, indem du das in Sperrschrift schreibst. Also den Familiennamen in Sperrschrift. Das gleiche hier auch. Ja? Denn damit zeigst du an, dass du alle Rechte in Anspruch nimmst. Dann schreibst du eben hier die Person an als natürliche Person, auch mit Familienname, Komma, Vorname, persönlich haftend, in der Funktion. Also, du nimmst ihn aus der Funktion raus und beschreibst das hier nochmal, dass du ihn persönlich als natürliche Person ansprichst, in der Funktion, zum Beispiel Landratleiter, Gesundheitsamt oder Schulleiter. Dann kommt hier noch Straße, Postleitzahl und Ort ein und an alle Nachfolger im Amt. Ja? So, das heißt, diese Funktion wird dadurch nochmal genutzt, dass wir auch die Nachfolger gleich hier mit einbeziehen. Sonst müsstest du nämlich bei einem Wechsel jedes Mal das wieder neu schreiben. Ort, Datum ist klar, auch das kann ich mal als rot machen, weil das ausgefüllt werden muss. Und dann schreibe diese Menschen, diese natürlichen Personen bitte nicht so an, wie du das kennst. Also dieses sehr geehrter Herr oder Frau mit Name. Damit schreibst du die juristische Person an. Das ist das, was sie in ihrem Personalausweis drin stehen haben. Das ist eine Sache. Das hat überhaupt keine Rechte, keine Pflichten, keine Verantwortung. Ja, du kannst einen Blumentopf nicht in die Haftung nehmen. Und dieses Herr oder Frau ist die Bezeichnung der Obligation. Kannst du aus meinen anderen Videos annehmen. Also, verwende eine Anrede wie zum Beispiel wertgeschätzter Familienname, Vorname. Denn damit hast du nicht die juristische Person angeschrieben. Im Rahmen unserer elterlichen Gewalt- und Fürsorgepflicht informieren wir Sie, Wärter, wieder den natürlichen Namen, sowie alle Nachfolger im Amt über unsere elterliche Entscheidung zu folgenden Punkten. Du fragst nicht, du bittest nicht, du informierst sie über eine Entscheidung. Ja, du forderst. Als natürliche Person, als Mensch hast du alle Rechte, du kannst fordern. Ja, und das machen wir jetzt hier in den drei Punkten, wo du dann halt immer den Namen deines Kindes einträgst und da geht es um die Maskenpflicht, die Testpflicht und die Impfpflicht. Ja, und nehme auch die Impfpflicht mit rein, begrenze das nicht auf die Masken- und Testpflicht, denn sonst fehlt dir dieser Punkt und das könnte zu Problemen führen, wenn sie dann plötzlich die Kinder in den Schulen testen, ohne dich zu fragen. Wichtig, diese Anweisungen basieren und begründen sich auf dem Gerichtsurteil Amtsgericht Weimar, 11. Januar 2021 mit der Urteilsnummer.
auch da wieder beziehst du dich halt eben auf dieses Urteil, dass es nichts Außergewöhnliches. Mit den von Ihnen persönlich haftend angewiesenen bzw. umgesetzten Maßnahmen wird das Kindeswohl im starken Umfang gefährdet. Dies muss sofort beendet werden. Eine Unterlassung meiner Anweisung an Sie erfüllt den Tatbestand einer vorsätzlichen Handlung. Also, dadurch, dass du diese Personen jetzt darüber informiert hast, können sie nicht mehr sagen, das wusste ich nicht oder das war eine Anweisung, die ich erhalten habe, sondern nein, in dem Moment, wo sie dieses Schreiben hier erhalten haben, kommen sie aus der Opferrolle raus in die Täterrolle und sie handeln vorsätzlich, was nochmal eine Verschärfung der späteren Strafe oder der Haftung angeht. So, Hinweis an den Empfänger. Und jetzt informierst du den Empfänger, warum du ihn so angeschrieben hast, wie du es getan hast. Nämlich die Schreibweise Familienname, Vorname unterlegt, dass ich sie als natürliche Person anschreibe. Sie können sich also im Falle einer Zuwiderhandlung nicht hinter ihrer juristischen Person oder hinter ihrer Funktion verstecken. Jede einzelne Handlung an unserem Kind obliegt ihrer persönlichen Verantwortung. Ja, du erklärst also nochmal diesem Menschen, was die Folgen dieses Schreibens für ihn sind. Ja, denn viele der Schulleiter und Gesundheitsamtleiter wissen das nicht. Die Landräte wissen das. Die haben tatsächlich sogar wahrscheinlich zwei Büros. Einmal ein Büro für ihre Funktion und ein Büro als natürliche Menschen, wo sie Prinzipal der Menschen sind. Aber das ist auch ein anderes Thema. So, ergänzend sei darauf hingewiesen, dass gemäß Paragraf 839 BGB bei Amtspflichtverletzung der Staat für ihre Handlungen nicht haftet. Auch das erklärst du ihm. Paragraph 839, lass uns da mal reinschauen. Genau, so, 839 kannst du dir ja mal durchlesen. Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so bla bla bla. Also in deren ihren Verordnungen steht das auch nochmal drin, dass eben hier die Personen persönlich, also selber haften. So, gehen wir weiter. Erklärung des betroffenen Kindes. Genau, auch wenn das Kind erst 3, 6, 7 oder 8 Jahre ist. Eine einfache Aussage, ich will keine Maske tragen, keinen Selbsttest machen und ich will auch nicht geimpft werden, kann jedes Kind äußern, ja? Dann soll das Kind das auch unterschreiben. Das unterstreicht nochmal den Inhalt des Briefes. Danach autografieren die Eltern, und zwar genau so, wie sie sich auch nennen, über Familienname, Vorname. Ja, also nicht nur Unterschrift, wie du sie kennst, sondern autografieren heißt, das muss auch leserlich sein. Ja, und dann, das ist wichtig und gut, packt hier Zeugen mit rein. Nehmt euch 3 Leute, die das bezeugen, was ihr hier macht. Zeuge 1, 2 und 3. Und die autografieren auch, also mit leserlichem Familienname, Vorname. Ja? Darunter kommt dann nochmal das Buchhalter-Set, sodass hier niemand etwas zufügen kann. Und natürlich Seite 2 von 2 und Dokumentennummer hier unten nochmal in die Fußzeile. So sieht ein Schreiben aus. Und ihr schreibt euch immer rechts. Warum schreibt ihr euch rechts? Weil ihr die Rechte dazu habt. Das heißt, wo jemand steht, sagt aus, wer Schuldner ist. Also, wer hier etwas zu erbringen hat. Und in dem Fall steht der Schuldner links und ihr steht rechts. Damit habt ihr die höchsten Rechte. Wenn ihr so einen Brief neutral gestalten wolltet, dann schreibt ihr beide in die Mitte. Das ist neutral. Aber hier habt ihr in dem Fall eine echte Forderung, die wichtig ist. Und das unterstützt ihr nochmal durch die Form des Briefes. Ja? Und das sind Briefe in der Form hier, wie sie auf Ebene der natürlichen Person geschrieben werden. So, ich habe jetzt 15 Minuten wieder über dieses Thema geschwätzt. Ich hoffe, ich kann euch damit helfen. Ob ihr jetzt den Inhalt des Schreibens so übernimmt oder anders schreibt, ist ja euer Ding. Ihr seid natürlich, ihr seid Menschen, ihr könnt selber Entscheidungen treffen und fassen. Ich hoffe, ich konnte euch damit unterstützen, auch zu erkennen, was denn hier so abgeht und wie ihr euch vielleicht dagegen wehren könnt als juristische Person, was nicht einfach ist, denn eine Sache hat nun mal keine Rechte. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg damit und bis zum nächsten Video. Bis bald, ciao.